Als G.I. Packer, ein bekannter kanadischer Theologe, 80 Jahre alt war, wurde er mal gefragt, woher kommt die geistliche Not in unseren christlichen Gemeinden? Und er hat den Verlust der Katechese dafür verantwortlich gemacht. Was ist Katechese? Da geht es um eine praktische Einführung in den christlichen Glauben. Es werden wichtige Grundeinsichten in Form von Fragen und Antworten bearbeitet. Diese Praxis war früher sehr verbreitet, heute ist sie fast in Vergessenheit geraten. Wir haben als Evangelium 21 jetzt einen New City Katechism herausgegeben, in dem 52 Fragen und Antworten zu finden sind. Ich möchte nur eine Frage vorlesen, die Frage Nummer 17, da heißt es, was ist Götzendienst? Und in der Antwort steht dann, Götzendienst bedeutet, sein Vertrauen in geschaffene Dinge anstatt in den Schöpfer zu setzen und von diesen Dingen Hoffnung, Glück, Bedeutsamkeit und Sicherheit zu erwarten. Es ist wunderbar, wenn man in Familien über genau solche Fragen spricht, zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Abendessen, und so mit als Ehepaar und mit den Kindern ins Gespräch kommt und diese Dinge diskutiert, und da werden dann viele andere Fragen aufkommen. Wichtig ist, dass dadurch so elementare Dinge des Glaubens, wer ist Gott, warum braucht der Mensch Erlöser, was heißt es, mit Gott zu leben, besprochen werden, in ganz prägnanten Fragen und Antworten formuliert. Das kann man auswendig lernen, das kann man sich einprägen, und das hilft zur Vertiefung von Glaubensfragen.